Herzlich willkommen auf Cover TV. Heute zum vierten Advent habe ich einen Gast dabei. Hallo Leute! Und natürlich noch ein paar Tage bis Weihnachten. Es ist nicht mehr sehr lange. Was machst du eigentlich so an Weihnachten? Ja, ich hänge mit meiner Familie ab. Mal gucken, was so geschenktechnisch geht. Und natürlich habe ich auch schon meine Weihnachtsgeschenke gekauft und schon verpackt. Und bei dir so? Bei mir hoffe ich natürlich, dass es wieder ein paar Geschenke im Videospielbereich gibt. Oder ich werde mir natürlich selber... Brauchen natürlich... Ich hoffe natürlich, dass bis zum 24. vielleicht ein bisschen Schnee draußen liegt. Dass wir grob... Ich denke, zu Weihnachten soll es Schnee liegen. Ja, definitiv. Weiße Weihnachten. Ich denke, das sollte eigentlich... passt eigentlich dazu, weiße Weihnachten. Finde ich, gehört eigentlich schon dazu, aber... Lass uns mal überraschen, ob es wirklich weiße Weihnachten ist. Schreibt doch mal einfach in die Kommentare, was ihr so Tolles an Weihnachten macht oder vorhabt. Genau, würde ich sagen, das interessiert uns natürlich auch immer, was ihr so an Weihnachten macht. Oder was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Schreibt es in die Kommentare. Okay, dann haben wir jetzt noch hier die ersten Tannenbäume. Jetzt werden wieder wach die Kinderträume und hergebracht die ersten Tannenbäume. Mit Lichterglanz beschmückt für eine holde Zeit, in der sie um die Wette leuchten mit der Herrlichkeit. Egal wie frostig sich die Welt auch gibt, ein kleines Licht schon wärmt sich hier. Und hebt den frommen Wunsch von mir, dass bitte sich der Mensch nicht in der Gier verliert. Das war schon mal nicht schlecht. Es prasselt ein Feuer im Kamin, draußen fällt leise der Schnee. Diese Nächte rufen nach neuen Sinn, viele Herzen tun. Wir zünden eine Kerze an und glauben an... Ich würde einfach sagen, wir verabschieden euch mit den Worten Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann habt ihr Weihnachten für. Und ich würde sagen, hiermit wünsche euch das komplette OCover TV-Team natürlich schöne Weihnachten und natürlich noch ein gutes neues Jahr. Wir sehen uns natürlich wieder frisch und munter im neuen Jahr und hoffentlich mit geilen Gameplays und natürlich auch geilen Abonnenten und wo wir hoffentlich viel Spaß zusammen haben werden. Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.